Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Grand Theft Auto New Vice City. Ich habe euch ja im letzten Video gesagt, wie der Deal weitergeht, seht ihr jetzt. Das seht ihr also jetzt. Zwar nehmen wir uns dazu unser Sturmgewehr und stellen uns hier oben drauf. Alter, mach die Schrift dann noch übertrieben größer, damit man gar nichts mehr sieht hier. Na gut, zumindest trifft man sie noch einigermaßen. Alter! Ins Gesicht. Ja, der läuft eh wieder jetzt hoch zu Lance Van Stans. Ja, jetzt kommt das Problem, das ich bisher immer hatte. Ich habe immer das Motorrad abgeschossen von ihm und da ist natürlich das Geld verbrannt. Das heißt, wir dürfen nicht auf ihn schießen. Wir müssen versuchen, den Typen darunter zu ballern. Jawohl. So schnell habe ich das noch nie hinbekommen. Was liegt hier? Schlagring. Lol. Bei City gibt es einen Schlagring? Das ist mir jetzt neu. Lol. Also ich wusste, dass es hier einen Schlagring gibt, ey, ohne Witz. Ich habe das Spiel ja schon, was weiß ich, wie oft durchgespielt, aber Schlagring ist mir jetzt irgendwie echt neu. Wow. Hier liegt immer noch die geile MP, die hole ich mir jetzt. Yay, 10.000 Dollar. Und die Sanchez nehme ich mir jetzt. Und fahr direkt zum Avery, der auch noch irgendwas von uns will. Hör ich da richtig? Hat Rockstar Games wirklich ein Lied, ein deutsches Lied da reingepackt? Lol. Cool. Oh, wie klingelt denn das eigentlich? Na schön. Er sagte doch, wir sollen bei seinem Büro halten. Ist das sein Büro? Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of... Eine Sekunde? No thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt. And the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Ich habe nur kurz mein Headset abgesetzt und die Tür aufgemacht, weil es wird irgendwie ein bisschen stickig in meinem Zimmer.
Und ich habe man das jetzt nicht gehört so laut. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. Besorgt dir neue Kleidung. Wow. Wer hätte es gedacht? Mal wieder. Lol. Auf zum Golfclub, der ja zum Glück direkt hier ist. Und zwar gibt es einen kleinen Trick, und zwar, wenn wir durch dieses Security Gate da gehen, ja gleich, kann ich euch zeigen. Wenn wir da durchgehen, verlieren wir alle unsere Waffen, die liegen dann hier draußen, die können wir zwar wieder aufsammeln, aber wir sind unbewaffnet da drin. Oder wir stellen einfach ein Auto vor diese Rampe. Springen drauf, springen rüber und knallen den ganz gechillt ab. Und haben unsere Waffen noch. Ja, schöne Musik. So, da würde ich sagen, ich guck mal. Ja, der steht da und ich darf nicht zu nahe kommen, sonst bemerken die mich. Zoom rein und versuche ihm Headshot zu geben. Gut, das mit dem Headshot hat nicht so geklappt. Was? $500? Alter, für andere Missionen gab's ein Zehnfache. Na gut, nicht ganz, aber egal. Wow. Verarschen. Wo gab's in San Andreas nochmal diese Golfkarts? Hier ist klar, weil hier ist ein Golfplatz, aber wo gab's die nochmal in San Andreas? Ah ja, ich glaube, ich weiß wo. Da liegt ein Golfschläger. Und wieder raus! Ja, würde ich mal sagen, eine neue Mission anzufangen lohnt sich nicht mehr. Also fahre ich schnell zum Versteck und hole mir eine Weste und mache dann eine neue Mission. Aber zuerst beende ich hier die Aufnahme. Also Leute, das war eine weitere Aufnahme von Let's Play Grand Theft Auto New Vice City. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!